Für mich geht's heute zum ersten Mal ins Disneyland mit dem Flugzeug. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video zum Thema Disneyland Paris und zum Anreisevideo, denn für mich geht es heute zum ersten Mal mit dem Flugzeug ins Disneyland Paris. Von Zürich nach Charles de Gaulle, so wird es ausgesprochen, glaube ich. Oh, hier, Shop aufgemacht, ja. Wir haben jetzt eingecheckt, ich habe nur Handgepäck, aber wir haben es aufgegeben, denn der Flug ist voll und wir haben eine E-Mail bekommen, dass wir doch bitte das Handgepäck mit einchecken sollen. Das heißt, wir müssen dann in Frankreich, in Paris, unser Gepäck wieder abholen. Und dort erzähle ich dann auch euch, welche Möglichkeiten es gibt, ins Disneyland Paris zu kommen. Es gibt nämlich 3 bis 4 Möglichkeiten, wie ihr dann vom Flughafen ins Disneyland Paris kommt. Gar nicht erwartet, dass Air France so spendabel ist. Es gab einen Karamellcookie, einen Kaffee, einen Saft und Wasser. Also ja, können sich anderen Airlines eine Scheibe von abschneiden. Wir sind gut gelandet. Nach 55 Minuten Flugzeit ungefähr wurden gut versorgt von Air France mit Kaffee, Tee, Saft, Wasser und einem Keks. Also mehr als bei anderen Airlines, muss ich ja dazu sagen. Wir holen jetzt unser Gepäck und dann schauen wir mal, wo sich der TGV befindet, weil den nehmen wir heute, aber ich erzähle euch gleich nochmal, welche anderen Möglichkeiten es gibt und was sie auch kosten. Solange wir hier aufs Gepäck warten, erzähle ich euch ein bisschen was zu den Transfermöglichkeiten, die ihr ins Disneyland Paris habt. Und zwar könnt ihr einmal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, mit dem RER. Das dauert aber tatsächlich sehr lange, also ihr müsst erstmal mit dem RERB in die Pariser Innenstadt fahren. Und dann umsteigen in den RERA, der dann bis Marne-la-Vallée-Chessy fährt. Das ist eure Endstation fürs Disneyland Paris. Also mit dem RERB müsst ihr von Charles de Gaulle bis zur Station Châtelet de Hall, wie auch immer auf Tour mit. Und dort müsst ihr dann in den RERA Richtung Marne-la-Vallée fahren. Kostet dann ungefähr 17 bis 18 Euro pro Person und dauert 1,5 Stunden. Ja, also das ist die erste Möglichkeit. Dann könnt ihr den Magical Shuttle nehmen. Der fährt auch direkt von Charles de Gaulle zu den Disney Hotels oder auch zu den Partner Hotels. Dauert ca. 50 Minuten, je nach Verkehrslage natürlich auch etwas länger und kostet pro Person für Erwachsene 23 Euro. Kinder sind natürlich ein bisschen günstiger, kosten in dem Fall 10 Euro. Bei dem RER weiß ich jetzt nicht, was Kinder kosten, das konnte ich jetzt nicht sehen. Genau. Und dann die letzte Möglichkeit ist der TGV. Der fährt 10 Minuten ins Disneyland Paris und kostet Normalpreis zwischen 24 und 28 Euro. Aber es gibt auch günstige Tickets für 19 Euro pro Fahrt. Und Kinder zahlen von 4 bis 11 Jahren nur die Hälfte. Also das sind die 3 öffentlichen Verkehrsmittel, die ihr nehmen könnt. Ihr könnt natürlich auch ein Taxi nehmen oder euch einen Mietwagen nehmen. Wie da die Kosten sind, kann ich euch leider nicht sagen. Wir werden heute den TGV nehmen, denn ja, Direktzug in Disneyland Paris mit 10 Minuten ist für uns das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
So, wir buchen jetzt zusammen ein Ticket für Disneyland Paris. Man fährt nach Marne-la-Vallée-Chessy. Wir brauchen nur die Hinfahrt. Ein oder mehrere Personen. Wir sind insgesamt zwei. Zwischen 26 und 59. Und ich habe die... Oh, wie heißt sie denn? Ich glaube, das war von Anna. Die habe ich, glaube ich. Ja. Weiter ohne. Für mich keine. Keine Ermäßigung. So, jetzt müssen wir den Zug nehmen, weil der andere hat zwar Verspätung, aber wir können das Ticket leider nicht buchen. Kostet trotzdem 19 für beide. 38 Euro. Bestellung abschließen. Jetzt muss ich die Namen eingeben. Also ihr müsst die Tickets hier bei SNCF kaufen. Das ist... Ja, nee, ich will deinen Nachnamen nicht filmen. Das soll ich machen mit meinen Fingern. Ja, also ja, hier ist das Büro, da könnte man natürlich auch reingehen, aber wir machen jetzt hier am Automaten. Und hinten gibt es noch eine Schlange für den RER. Da war wesentlich mehr los, aber irgendwie ist das hier nicht so einfach. Ansonsten kann man die Tickets auch online buchen. Macht es wahrscheinlich online. Ist einfacher als hier an dem Automaten. Wir haben unsere Tickets bekommen, nachgefühlt halbe Stunde auf dieser Maschine tippen. Also es war jetzt nicht so benutzerfreundlich. Also ich empfehle es euch online zu kaufen, denn wir wollten ja eigentlich den verspäteten Zug nehmen, der eigentlich Abfahrt hat um 8.26 Uhr und der würde jetzt um 9.11 Uhr kommen. Den hätten wir natürlich geschafft. Aber man konnte keine Tickets mehr dafür buchen, weil es schon nach 8.26 Uhr war. Und man konnte für den verspäteten Zug nicht mehr buchen. Und das Ticket, was wir jetzt gebucht haben, damit konnte man auch nicht mit dem verspäteten Zug fahren. Ja. Also 9.45 Uhr ist jetzt unser nächster Zug, obwohl, dieser Fahrplan, da steige ich auch noch nicht so durch. Also entweder fahren die alle 15 Minuten, dann mal alle halbe Stunde. Jetzt warten wir knapp, ja, der eine war um 48 und der nächste ist jetzt um 9.45 Uhr, also fast eine Stunde. Also ist ja ein bisschen wie russisch Roulette mit den Zügen. Gleis haben wir auch noch nicht, oder? Nee. 9.45 Uhr nach Nantes fahren wir auf jeden Fall. Richtung Nantes. Aber da steigen wir ja vorher aus. Ja, die Fahrt an sich ist wirklich dann nur 10 Minuten hoffentlich. Und dann sollten wir gegen 10 dann im Disneyland sein. Da müssen wir erstmal unser Gepäck abgeben, Ticket abholen für Vicky und dann können wir auch endlich mal in den Park gehen. Also der Zug nach Nantes um 9.45 Uhr ist unser Zug. Ja, wir haben noch kein Gleis, wir warten jetzt noch drauf. Noch ein bisschen weniger als eine halbe Stunde. Und dann geht's endlich ins Disneyland. Also hätten wir unser Gepäck nicht aufgegeben, hätten wir den schon um 8.48 Uhr bekommen. Aber ja, so ist das jetzt. Und dann sind wir gegen 10 da und dann geben wir unsere Koffer ab und dann gehen wir in den Park. Übrigens heißt die Station, bei der ihr aussteigen müsst, nicht Disneyland Paris oder so, sondern Marne-la-Vallée-Chessy. Genau, also sitzen jetzt schon drin. Um 9.45 Uhr geht's los und um 9.55 Uhr sind wir dann im Park und das ist direkt der Bahnhof vom Disneyland Paris. Also die Fahrt war ein bisschen spektakulär wieder mit den Franzosen, du. Aber gut, wir sind angekommen, 10 Minuten und jetzt geht's in den Park. Und ich zeige euch jetzt mal, das ist auch der Disney Express. Ich weiß gar nicht, was der Disney Express ist. Naja, aber wir sind da. Da ist die Bahn und direkt draußen rechts ist auch der Park schon. Also nochmal zur Demonstration. Hier ist der Bahnhof und da ist das World of Disney und der Security-Bereich. Endlich auch mit Ohren und das war mein Anreisevlog, Anreisevideo mit dem Flugzeug hier in Disneyland Paris. Wir sind um 4.15 Uhr hat mein Wecker geklingelt, 6.45 Uhr war Abflug und jetzt sind wir um 10 Uhr sind wir jetzt hier. Hätten wir unser Gepäck nicht abgegeben, wären wir auch schon eine Stunde früher da gewesen. Ja, also ich hoffe, das Video war hilfreich für euch und es hat euch gefallen.
Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Beantworte ich natürlich gerne. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.